Und damit begrüße ich euch wieder einmal zu einem neuen Let's Play-Projekt und auch wieder einmal zu einer Fortsetzung eines Teils, den wir schon bereits gespielt haben. Und zwar tauchen wir ein in das Jahr 1999, wieder von Cryo Interactive, der Titel Atlantis 2, den wir hier jetzt vorliegen haben. Wir haben uns den ersten Teil schon angeguckt, Atlantis 1, da sind wir als Eno durch die Welt gereist, haben zwar Atlantis im Meer versenkt, da wo es letztendlich ja, hingehört hat, der Sage nach, haben aber dafür den Rest der Menschheit retten können vor den furchtbaren Plänen von Kreon und seinem Gefolge. Und nun kümmern wir uns also um Atlantis 2. Kann man sich natürlich fragen, warum gibt es denn eigentlich noch einen weiteren Teil von, wenn die Insel weg ist? Ich meine, das ist ja, ne, und so. Trotzdem gibt es hier noch so ein paar Sachen, die quasi überlebt haben, so ein paar Geschichtchen, die weitergeführt worden sind. Was es alles genau damit auf sich hat, das werden wir später noch erfahren. Und ja, ich habe schon mal getestet, ob das hier alles von der Aufnahme wunderbar läuft und sowas. Klappt gut, deswegen wähle ich mal den zweiten Speicherstand hier aus, weil der erste vom Test ist. Ja. Worum es geht, erfahren wir hoffentlich gleich. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall stürzen wir uns jetzt rein in Atlantis 2. Wieder mal ein bisschen hier, ein bisschen Retro, Rätsel, Action und sowas, ne? Bis gleich. Ja, und da sind wir auch schon direkt im Spiel selber. Wir können uns wieder umschauen in gewohnter Manier. Haben hier wieder die Steuerung in der klassischen Weise, dass wir in der Mitte den Pfeil zum Bewegen haben. Und ich meine, ist zwar ganz hübsch hier, aber so wirklich erfahren haben wir bisher noch absolut gar nichts, ne? Wir wurden hier irgendwie von so einem Adler oder was weiß ich, da, was es gerade war, hingeleitet. Und wir schauen einfach mal, was wir denn hier so finden sollen. Ich meine, wir haben nur diesen einen Weg, den wir gerade gehen können. Und da sehen wir einen von den bekannten Fliegern, den wir auch erst aus dem ersten Teil kennen. Von den atlantischen Fliegern hier mit den Gleitern, der hier einfach mal in der Gegend herumschwebt. Wir gehen da mal rein. So. Ist keiner hier? Den Eimer können wir auch nicht mitnehmen. Wir gehen hier einfach mal runter und gucken, was hier denn hier eigentlich passiert. Auf jeden Fall schon mal sehr hübsch. Sehr hübsch. Aber so wirklich was machen können wir hier noch nicht. Wir haben eine lange Reise hinter uns, Ten. Ihr wisst, wie ich heiße? Ja, du bist der Träger des Lichts. Und da werden wir auch direkt schon angequatscht, wenn wir hier reingehen. Da hockt ein Kerl, oder sagen wir mal, er schwebt eher vielmehr vor sich hin. Und wir quatschen erstmal, ne? Erstmal fragen, was denn hier eigentlich los ist. Wer seid ihr? Warum habt ihr hier auf mich gewartet? Ich bin der Hüter des Kristalls. Vor ein paar Tagen ist er nach tausenden von Jahren endlich zum Leben erwacht. Das war das Zeichen und deshalb bin ich hier. Jetzt musst du den Kristall übernehmen. Er gehört dir. Der Hüter des Kristalls. Aha, okay. Wir haben eine Kugel bekommen. Vielleicht ist das der Kristall, man weiß es nicht genau. Wir reden mal weiter. Wir haben ja noch weitere Optionen. Oder neue Optionen jetzt. Ich kann das Mal in meiner Handfläche fühlen. Es ist richtig warm. Es ist das Zeichen für den Träger des Lichts, Ten. Mit Hilfe des Kristalls wirst du eins mit der dir innewohnenden Kraft. Und das spürst du jetzt. Eins werden mit der Kraft? Das verstehe ich nicht. Die Kraft hat hunderte von Generationen lang in dir geschlummert. Jetzt durchströmt sie dich und wird eins mit dir. Okay, also ich glaube nicht, dass wir alle sofort jetzt verstehen müssen, was hier passiert. Wir sind anscheinend, weil wir so ein Mal auf der Hand haben, offenbar der Träger des Lichts oder sowas. Und wir sehen hier gerade schon technischerweise, dass die Animation und sowas alles in richtiger Geschwindigkeit abgespielt wird.
Ist ja auch nicht verkehrt, ne? Es war ja im Vorgänger etwas für einen kleinen Schmunzler zu haben. Aber reden wir erstmal weiter. Wozu dient der Kristall? Er ist eine Art Reisebehälter. Eine Reise enthält er bereits und nur du kannst auf diese Reise gehen, denn du bist der Träger des Lichts. Und was ist das für eine Reise? Ich weiß nur, dass sie dich noch über Shambhala hinausführen wird. Ihr sagt, er ist eine Art Reisebehälter, enthält aber zurzeit nur einen. Wie können andere Reisen hineingelangen? Wenn du dir den Kristall genauer ansiehst, wirst du Markierungen entdecken. Mit ihrer Hilfe kannst du herausfinden, wo genau du sein musst, damit eine neue Reise in den Kristall gelangt. Okay. Wir gucken uns den mal an. Da ruckelt spontan mal das Spiel. Ja, sieht super aus. Ist ja schön. Aber wir reden jetzt mal weiter. Wozu dient der Kristall? Er ist eine Art... Achso, das hatten wir schon. Ich weiß, ihr sagt, wenn du... Ja, ist ja gut. Es wurde gar nicht ausgegraut, aber wir reden mal weiter. Ich kann mich nicht daran erinnern, wie ich hierher gekommen bin. Und warum? Weil du der Träger des Lichts bist. Weil etwas tief in dir erwachte und dich hierher führte. Erzählt mir mehr darüber. Es gibt vieles, was auch ich nicht weiß, denn... Was wisst ihr denn? Das Licht und die Finsternis haben den Ruf vernommen und sind erwacht. Das Licht muss sich mit der Finsternis vereinen. Ich werde dir helfen, Shambhala zu erreichen. Shambhala? Das gibt es nur in Träumen und Märchen. Dann werde ich dir helfen zu träumen. Und wie? Es gibt einen Weg. Deine Vorfahren legten ihn vor langer Zeit an, teilten ihn aber in 6 Teile. Nur du kannst sie wieder zusammenfügen und nach Shambhala gelangen. Merk dir gut, wohin dich deine Reise führt. Und warum soll ich nach Shambhala reisen? Weil du das Licht trägst. Ja, schön. Wer auch immer das ist, er hat uns anscheinend, also er weiß anscheinend gerade mal mehr über uns als wir selber. Wir sind der Träger des Lichts, wir sollen irgendwie nach Shambhala oder noch weiter oder irgendwohin. Der soll schon eine Reise enthalten, unser toller Behälter hier. Unser Kristall. Schauen wir uns mal weiter hier um. Hier sind noch so einige Sachen. Was man hier nämlich unter anderem machen kann, das zeige ich gleich. Erstmal probieren wir das mal aus hier. Ich lege nämlich so Steinchen rum, die könnten wir theoretisch mitnehmen. Aber erstmal probiere ich, ob man hier irgendwas machen kann. Wir haben hier dieses Ding mit 6 Halterungen dran. Aber so wird das schon mal nichts. Ich meine, er meint ja, dass da schon eine Reise enthalten ist. Und der Kollege hat sich auch mal angeschlichen hier. Ne, das schwebt freudig vor sich hin. Weiß aber auch gerade mal nichts Neues. Eine Reise sollte enthalten. Ich wüsste nicht, wo die ist. Deswegen machen wir das ganz einfach. Jetzt ist er wieder da. So wie ich das ausprobiert habe und noch in Erinnerung weiß. Wir nehmen hier diese Steinchen, schnappen die uns einmal. Da ist noch der andere. Da hinten ist nämlich noch einer. Wie gesagt, ich habe jetzt nur mal irgendwie halbe Stündchen angespielt, ob das alles mit der Aufnahme und sowas funktioniert. Und so ganz genau weiß ich auch nicht mehr, was hier alles dann los ist, wie die ganze Geschichte und sowas läuft, wie die ganzen Rätsel und sowas funktionieren. Daher wird das quasi blind, ne? Also ist, keine Ahnung, ist 9 oder 10 Jahre her das letzte Mal. Da kann ich mir nicht alles merken. So, wir haben jetzt 3 von den Steinchen und... Jetzt ist nämlich folgendes, man kann diese Steine hier in dieses Teil reinlegen. Jeder der Steine führt uns direkt an einen anderen Ort. Das heißt, wir können uns jetzt direkt aussuchen, mit welchem wir anfangen wollen. Ist eigentlich, wenn man es nicht weiß, ist es egal, mit welchem man anfängt. Und daher ist es mir auch gerade mal egal. Ich glaube... Doch, ich nehme mal den ersten hier. Wo der hingehört, finden wir auch raus, indem wir es einfach ausprobieren. Und schon geht's so rund. Alles klar, wir sind gereist, allerdings nicht ganz körperlich, oder sondern eher... Träumst du schon wieder? Die Bilder werden nicht von allein fertig. Sehen wir uns deine Arbeit mal an. Das ist ja interessant.
Das erinnert mich an eine alte Legende. Mein Gott, das ist doch Finbar. Sieh doch bitte mal nach, was mit ihm los ist. Der Schrei, wo kann... Das ist Finbar? Wer ist denn Finbar? Ach, guten Tag. Oh, schönes Buch. Das können wir uns sogar anschauen, ist echt hübsch. Aber mehr auch nicht. Warum ist hier ein Pfeil nach vorne? Naja, reinschreiben können wir anscheinend auch nichts. Trotzdem möchte ich gerne raus. Hallo, ich möchte gerne raus. Ach, okay. Wir reden erstmal. Beeil dich. Kümmer dich um Bruder Finbar. Vielleicht ist er verletzt. Okay, das heißt, wir müssen erstmal aufstehen hier. Jo, einmal beiseite getreten. Wir sollen uns um Finbar kümmern. Der hat ja gerade freudig vor sich, also nicht freudig, aber entsetzt vor sich hingeschrien. Da wollen wir noch erstmal gucken. Das heißt, man merkt es schon, wir sind nicht mehr in Atlantis. Auch Atlantis selber existiert natürlich nicht mehr, haben wir ja gesehen, dass es untergegangen ist im Meer. Und das heißt, das ist auch schön. Anscheinend hat doch irgendwie von dem ganzen, ja, Spirit, geistlichen Zeugs, hat anscheinend doch noch überlebt und wir sind jetzt quasi auf der Reise und da, ja, quasi in dieser etwas seltsamen Gegend. Wo ist denn der Bruder Finbar? Ich schaue mich hier jetzt mal ein bisschen später um. Da gehen wir wieder durch die Gegend. Steht hier auch nicht. Da waren wir gerade drin. Ein hübsches Häuschen. Ach, guck mal. Ein Sterneken. Wir können sogar aufs Dach gehen, wenn wir wollten. Ist ja schön. Aber was wollten wir da? Außer nach unten gucken. Hier ist ein Loch. Wir müssen erstmal zu Finbar, ne? Grafisch auch wieder sehr hübsch gemacht hier. Bei den Gesprächen kann man ja wieder sehen, dass es nochmal ein bisschen zugelegt wurde an Hübschigkeit. Die Musik ist auch wieder gewohnt, angenehm. Und alles wieder sehr ruhig, sehr entspannt. Ich glaube, wir haben den Kollegen gefunden, der da gerade geschrien hat. Der steht hier rum. Bruder Finbar? Fehlt dir etwas, Bruder? Ist dir etwas passiert? Auf jeden Fall ein sehr gesprächiger Kerl. Könnte vielleicht mal ein paar mehr Vokale benutzen, aber sonst... Fehlt dir etwas? Jo, kennen wir schon. Er zeigt irgendwo hin und er zeigt genau zu einem Ort, den wir hier oben direkt sehen können. Und es ist kein Ort in der Weise, aber es ist ein Stern, der am Himmel hier steht. Da können wir auch gerade mal überhaupt nichts mitmachen. Aber wir haben diese Kristallkugel noch bei uns, die wir ganz am Anfang bekommen haben, die uns irgendwie den Weg leiten soll, wie wir immer zurückkommen können oder wo wir denn die nächste Reise finden werden. Sind wir mal gespannt. Mit dem können wir nichts anfangen. Wir schauen einfach nochmal, ob der andere Kerl uns jetzt was zu sagen hat, nachdem wir nach ihm geschaut haben. Gucken wir einfach mal. Und die Musik ist so schön. Wobei die gerade ganz schön laut ist. Ach da. Oder ich war bei Finbar. Ja? Und wie geht es ihm? Er kam mir vor wie ein Schlafwandler. Er steht nur da und sagt kein Wort. Wie ein Schlafwandler? So fühle ich mich auch, Felim. Als ob ich zur Hälfte in ein Loch gefallen oder von irgendeinem Ungeheuer verschluckt worden wäre. Was machen wir mit Finbar? Tu, was du für richtig hältst. Ich werde für uns alle beten. Weißt du, was ich glaube? Es hängt mit dem Stern zusammen, der am helllichten Tag zu sehen ist. Da bin ich mir ganz sicher. Auf jeden Fall ein sehr entspannter Kerl, dieser, was weiß ich, was das genau ist, Mönch vielleicht. Auf jeden Fall möchte er beten. Wir können noch eine weitere Sache anquatschen. Wir haben ja den Stern schon gesehen, den hat er anscheinend auch bemerkt. Und ja, der Stern wird auf jeden Fall noch mit unserer Geschichte hier zu tun haben. So viel weiß ich jetzt schon. Aber wir reden erstmal noch weiter. Was weißt du von dem weinenden Gesicht in der Kapelle, Bruder? Das weinende Gesicht? Das ist die heilige Jungfrau, mein Junge. Die Heiden meinten natürlich, es sei das Gesicht Ornies. Ornie? Ja, eine der heidnischen Göttinnen. Es heißt, sie habe König Ahil getötet, der da draußen in dem Grabhügel liegt.
Hinterher soll es ihr leid getan haben. Deshalb weint das Gesicht. Aber das ist nun vorbei. All diese Götter gibt es nicht mehr. Gott sei Dank. Wir merken schon, hier sind wir wieder in irgendeine Gegend reingeplumpst, von der wir erstmal keine wirkliche Ahnung haben. So wie im ersten Teil eigentlich auch. Wir schauen hier uns erstmal um, was denn hier eigentlich los ist. Wir müssen erstmal herausfinden, was denn hier eigentlich passiert. Und warum wir hier sind. Wir sind der Träger des Lichts angeblich, laut dem Typ, dem wir im Schiff begegnet sind. Oh, wir können was machen. Nicht? Doch nicht? Ah, vielleicht später. Auf jeden Fall. Ja, ne? Hier, schönes Bild und so. Ach, guck mal. Was ist das denn? Es geht ja schon mal gut los. Auf jeden Fall sind wir hier wieder beschäftigt im Auftrag von irgendjemanden. Auf jeden Fall, da ist die Frau. Ach, guck mal. Sind wir wieder zurück. Haben wir gar nicht die Kugel gebraucht. Auf jeden Fall das Symbol. Okay, wir wissen jetzt, dass wir auch wieder hier zurückkommen können. Wir können ja nochmal reden. Was ist das für ein dreieckiges Ding? Ein Teil des Weges, denn wenn er an seinem Platz ist, führt er dich an einen anderen Ort, wo ein weiterer Teil des Weges auf dich wartet. Das heißt so viel, dass wir haben drei von den Steinen und ich vermute mal, dass wir anhand der Orte, wo wir uns dann hinbegeben, noch drei weitere Steine finden werden, um hier alles zu vervollständigen. Wir haben uns natürlich noch nicht ausreichend da umgesehen. Wir müssen dann noch schauen, dass wir den Stein finden. Und wie das alles funktioniert, das werden wir wahrscheinlich erst dann herausfinden, wenn wir uns mit den Problemen der Leute da gerade beschäftigt haben. Dafür gehen wir dann nochmal hin. Da fliegen wir nochmal einmal weg. Das kennen wir auch gerade schon. Ich breche das mal eben ganz fix ab. Und da sind wir wieder hier in der Rolle von einem namenlosen Helden, der allerdings in der nächsten Folge erst wieder seine Taten vollbringt. Hier wissen wir auf jeden Fall, wir müssen uns drum kümmern, was denn hier eigentlich los ist mit Finbar und überhaupt und warum er sich so ein bisschen matschig fühlt. Und das erfahren wir beim nächsten Mal hier bei Atlantis 2. Auf Wiedersehen.